Mein Name ist Vivian Mössmer. Ich mache für die Firma Keimling Früchtefastenwochen in Füssen, aber auch in Bad Wörishofen, wo die Einsatzgebiete sind. Wird jedes Jahr ausgemacht. Vielleicht kommt mal was in der Rhön dazu oder auch mal in der Lüneburger Heide. Ganz egal. Das Konzept ist immer das gleiche. Das Konzept ist daraufhin angelehnt, weg vom Heilfasten. Das Früchtefasten ist vom Aufbau her ganz anders. Beim Heilfasten ist es so, durch den Entzug der jeglicher Nahrung oder fester Nahrung ernährt sich der Körper aus den Ressourcen, die im Körper drin sind. Beim Früchtefasten ist es so, dass hier ein Austausch stattfindet. Also nach 3 Tagen merkt der Stoffwechsel, hier wird so eine Vielzahl von Vitalstoffen, Vitaminen, Spurenelemente, alles wird reingepackt. Ich kann den alten Mist loslassen, kann ihn ausleiten und kann meinen Körper mit dem neuen, frischen, vitalen versorgen und dadurch Energie gewinnen. Wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert so, dass wir Buffets aufgebaut haben. Große Buffets, bestimmt so groß wie der Tisch. Und das Ganze sieht aus wie ein Marktstand. Ja? Und da wird ein Angebot morgens von nur Früchten sein. Mittags nehmen wir was zum Wandern mit vom Früchtebuffet. Und abends wird das Ganze erst aufgebaut mit Fetten wie Nüsse oder Avocados. Dann kommen die Gemüsesorten dazu, die jeweiligen, auch alles in Buffetform. Und als Dessert vielleicht noch ein Stück Obst, aber nicht mehr so viel. Dieses Fasten, grundsätzlich das Fasten, ist keine Erfindung der Neuzeit. Es hat immer schon ein Fasten gegeben. Früher war das Fasten einfach bedingt durch den Nahrungszyklus, den die Menschen bekommen hatten. Ja, die Vorräte, die man gespeichert hat oder gebunkert hat, im wahrsten Sinne des Wortes für den Winter, die sind aufgebraucht gewesen. Und die neue Nahrung war, je nachdem, wie das Wetter gewesen ist, war noch gar nicht da. Also haben die Leute in dieser Zeit gefastet. Und damit sie nicht sich einfach in die Ecke setzen, müde und hinsinnieren, ich habe nichts zu essen, hat der Körper hier eine Funktion, eine Hormonausschüttung, die Endorphinausstöße gemacht, diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden, sodass wir uns bewegen wollen, dass wir weitergehen, uns nach neuer Nahrung suchen. Insofern ist dieses Bewegen, dieses Gehen mit dem Fasten von jeher schon verbunden gewesen. Später haben sich natürlich die Religionen dieses Fasten auch ein bisschen zu eigen gemacht, denn beim Fasten geht es ja nicht nur auch um die Reinigung des Körpers, sondern in vielen Fällen natürlich auch um die Reinigung des Geistes. Ja? Die Reinigung des Geistes, dass man einfach zur Ruhe findet, zu sich selber findet und auch nicht nur den Müll, den man im Körper, wie Schlackenstoffe, zu viel Gifte, zu viel, ja, was einfach alles den Körper belastet, was wir gespeichert haben, dass wir das rauslassen, sondern eben vielleicht auch Emotionen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich bewegt, in der Natur auch zu sich kommt. Ruhiger mal beim Wandern von der Gruppe sich lösen, vielleicht ein Stück vorgehen oder ein bisschen abseits gehen, ein bisschen getrennt von den anderen, dass man einfach auch in dieses meditative Laufen gehen. Denn Wandern jetzt, wenn wir zum Beispiel gehen, auch diesen Weg nach Compostela oder wo sie alle hinlaufen jetzt, im Prinzip ist ja Wandern, Laufen ist ja eine Art der Meditation. Meditation mit Fasten, mit der Ernährung, hat es immer schon gegeben, muss immer schon sein und es tut dem Körper gut. Die Kirchen haben sich diesen positiven Effekt dieser Reinigung natürlich dann angeheftet und gesagt, ja, hier das Fasten und über die Kirche, das ist die Reinigung des Geistes, wenn du jeden Tag mit Gott zusammenkommst. Je nachdem, das konnte man so auslegen, wie man eben wollte. So. Bei den Früchtefastenwochen versucht man natürlich auch überhaupt bei den Fastenwochen das Ganze zu unterstützen. Man versucht es zu unterstützen mit anderen Maßnahmen. Sei es, wenn wir in Bad Wörishofen sind, im Hotel werden Kneippanwendungen angeboten, kaltwarme Güsse, Heusäcke, Lehmwickel in dieser Art und Weise. Was aber auch passiert bei dem Wandern, wir nehmen die Smoothies mit dazu. Die Smoothies sind neue Bewegungsgeräte für jedermann und zu jeder Zeit. Man braucht es nicht großartig erlernen, denn das Gehen hat jeder schon von der Natur aus mitbekommen. Wenn wir ganz normal laufen, schwingen wir die Arme mit. Ja, ganz normal. Wenn ich schneller gehe, gehen die Arme größer. Was passiert mit dem Smoothie?
ich nehme die Smoothies in die Hand und ich habe hier jetzt eine Verlängerung vom Arm, ja, habe einen längeren Hebel und gehe ganz normal. Ja. Ganz normales Schwingen, ganz normales Gehen. Was ich jetzt höre, dieses Rauschen, das entsteht von vier Edelstahlkugeln, die hier drin sind. Diese Edelstahlkugeln, die schwingen über diesen geriffelten Schlauch und dadurch entsteht Vibration. Diese Vibration geht über die Handreflexzone, die wir haben, Kopf, Nacken, oberer Rücken und vor allem hier der Stoffwechsel, geht in den Körper und beeinflusst positiv eben die Entlastung der oberen Muskelpartien, aber auch regt das Lymphsystem an, ja, und wirkt positiv auf sämtliche neurologischen Vorgänge. Lymphsystem anregen, loslassen, Entspannung des Hals-Nacken-Rückenbereiches ist ja genau das, was wir im Prinzip wollen. Wir wollen das Lymphsystem aktivieren. Herz-Kreislauf-System natürlich durch die Bewegung als einziges, als normales, wird das Herz-Kreislauf-System ja auch schon angeregt, aber positiv unterstützt eben durch den Smoothie. Das Gerät, Bewegungsgerät, kommt aus Österreich, ist erfunden worden von jemandem, der an Parkinson leidet. Der war früher Tennislehrer und Skilehrer und irgendwann einmal in Frust über seine Krankheit hat er seinen alten Tennisschläger genommen und hat den geschwungen und hat gemerkt, vor Wut, und hat gemerkt, dass er in diesem einen Moment, dass er da seine Muskulatur kontrollieren konnte. Und dann hat er immer wieder versucht, diesen Tennisschläger zu schwingen. Mal mit der rechten Arm, mal mit dem linken Arm, immer hin und her. Und dann hat er Fernseh geschaut und dann hat er gesehen, wie der Boris Becker beim Tennisspielen, beim Aufschlag, wie er sich so eingeschwungen hat vorm Aufschlag. Und das hat er dann angefangen mit seinen Tennisschlägern zu machen. Dann kam die Idee, vielleicht an den Tennisschläger noch Gewichte hinzubauen. Dann hat er die Tennisschläger mit Gewichten gebaut, bloß das war irgendwie unpraktisch. Irgendjemand ist dann irgendwann einmal draufgekommen, einen Schlauch zu biegen, da Gewichte reinzubauen. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, ist das so die abstrahierte Form eines Schlägerkopfes. Ja? Dass diese Vibration entstanden ist, war Zufall. Man hat einfach einen alten Gartenschlauch hergenommen, einen alten Gülleschlauch, weil der praktisch war für ihn vom Greifen her, von der Dicke. Darum hat man keinen dünneren Gartenschlauch genommen. Es war alles nur Zufall. Heute steckt richtige Technologie dahinter. Das ist geriffelt. Ich gebe gerne mal einen rum, können Sie gerne mal anfassen. Dieser Schlauch ist geriffelt und innen ist die Riffelung noch wesentlich aggressiver als außen. Dadurch entsteht ja die Vibration. Und diese Ringe, diese Riffelung ist so konzipiert, dass es auf ca. 60 Hertz schwingt. Und 60 Hertz ist eine Frequenz, die wir schon als Kind im Mutterleib mitkriegen. Das Kind hört den Pulsschlag der Mutter auf einer Frequenz von ca. 60 Hertz. Drum schlafen Kinder zum Beispiel auch ganz gerne in Autos ein. Denn ein Motor, der ruhig läuft, wenn wir so dahin fahren, hat auch die Frequenz von ca. 60 Hertz. Es beruhigt. Oder Wasser, das rauscht. Wasser, rauschendes Wasser hat auch eine Frequenz von ca. 60 Hertz. Und wenn man sich das so ein bisschen anhört, wenn man jetzt hier steht und schwingt, es hat ein bisschen was von Rauschen des Wassers einfach mit. Ja? Wenn die Augen schließt und sich konzentriert einfach mal und es einfach auf sich wirken lässt, merkt man, wie dieses Rauschen, wie dieser Ton beruhigend ist. Ja, was hat es, gehen wir damit wandern? Nein. Es wird, also ich benutze die Smoothies jetzt seit 3 Jahren in meinen Früchtefastenkursen. Bis jetzt ist noch keine Abnutzung erfolgt, dass man das spürt, dass die Vibration weniger wird. Aber ich kann mir denken, aus dem logischen Verhalten irgendwo raus, dass das innen drin irgendwann mal schon weniger werden könnte. Ja? Das Ganze, diese Frequenz, die spürt ganz besonders Menschen mit Beeinträchtigungen. Und drum werden diese Smoothies werden ausschließlich in Werkstätten von körperbehinderten Menschen eingesetzt oder hergestellt. Die stecken das zusammen, die legen das auf die Brust und rollen und die spüren dann hier diese Kugeln über den Leib und dann dementsprechend stecken sie hier oben vom Griff her das mehr oder weniger zusammen.
die spüren das ganz, ganz anders noch wie wir, noch intensiver. Vor allem Blinde und Gehörlose. Und gerade bei Gehörlosen ist dieses Vibrieren das, was ausschlaggebend ist. Und der Erfolg ist unheimlich. In den Früchtefastenwochen, wenn die Leute zum ersten Mal mit dem Smoothie konfrontiert werden, am Anfang ist immer das Gefühl, nimmt man es erstmal in die Hand. Was soll das? Ist ja kein Gewicht dahinter, vor allem die jungen Männer. Ist ja überhaupt, bringt ja überhaupt nichts. Ja? Aber der Sinn ist ja auch gar nicht, hier Muskeln dementsprechend aufzubauen, sondern es geht darin, in Bewegung zu kommen. Der Smoothie ist kein Sportgerät, es ist ein Bewegungsgerät. Einfach bewegen. Ja? Und ganz, ganz wichtig ist die Bewegung aus der Schulter raus. Ja? Wenn ich heute manche Menschen sehe, die mit Stöcken rumlaufen, die Bewegung ist nur so. Die gehen so. Ja? Wie es ursprünglich sein sollte, dass der Stock nach hinten kommt, machen die wenigsten. Und dieses Nordic Walking ist mehr oder weniger zu einem Nordic Talking. Ein bisschen mutiert. Ja? Hauptsache man hat Spaß an der Bewegung, kann man auch sagen. Ist auch richtig. Ja? Aber hier durch dieses ganz normale Schwingen, einfach beim Gehen, und es ist gar nicht gesagt, dass es ganz groß sein muss, ja, wird diese Schulterkugel wieder mal in Bewegung gebracht. Und durch die Bewegung, da wo Bewegung ist, wird durchblutet, wo durchblutet ist, wird abtransportiert. Wo abtransportiert wird, ist Freiheit, ist Beweglichkeit, ist alles da. Also wirkt dieser Smoothie ganz besonders beim Fasten, wenn es darum geht, wir wollen was loswerden, wir wollen was abbauen, wirkt der Smoothie ganz besonders gut. Ja. Bei den Wanderungen mitzunehmen, habe ich schon mal versucht, aber nach 3 Stunden hängen den Leuten die Arme da unten und die wollen mir am nächsten Tag überhaupt nicht mehr mitgehen. Dann merkt man erst dann am nächsten Tag oder 2 Tage später, wie intensiv diese Vibration auf die Muskulatur wirkt. Man denkt, das hat ja nichts, das hat ja einer, hat 500 Gramm, das ist ja nichts. Ja? Aber je nachdem, je intensiv ich damit schwinge, kann ich durch diesen Gegenarbeit, weil die Kugeln schwingen ja hier hin, dann wieder zurück, durch diesen Gegeneffekt können es bis zu 5 Kilo werden. Ja, und wenn ich mal schneller gehe und intensiver gehe, dann bin ich dann nebenbei am Quasseln, quack, 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 und dann merke ich das gar nicht, wie intensiv das auf die Muskulatur wirkt. Sie haben keine Verspannung mehr im Schulterbereich. Nein. Aber es ist kein Wundermittel. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach eine Stunde damit schwinge und alles ist weg. Der Effekt tritt erst, ich würde sagen, so nach 3-4 Tagen ein. Wir benutzen beim Fasten morgens zur Morgengymnastik 1 Stunde nehmen wir die Smoothies. Wir gehen dazu 20 Minuten walken. Dann haben wir 20 Minuten Gymnastik mit den Smoothies und walken wieder 20 Minuten zurück. Und man sieht dann auch an den T-Shirts der Teilnehmer, dass die besonders oben, also zwischen den Schulterblättern und nach oben, wo es hin zum Nacken geht, da werden die T-Shirts nass. Und das ist ein Bereich, wo ich ganz, ganz schlecht normalerweise reinkomme. Und da sitzen aber auch die meisten Verspannungen. Die sitzen eben hier oben drin oder hinterm Schulterblattel. Ja? Schatzi, massier mich mal da. Tut mir weh. Ja? Aber dadurch, dass man hier diese Bewegungen und natürlich diese gymnastischen Übungen, die ich dabei mache, die sind natürlich ganz gezielt auf die Rückenmuskulatur. Und der positive Effekt kommt dann schon, dass die Frage kommt, wo kriegt man die her? Am Anfang, wie ich gerade gesagt habe, was soll das, wieder was Komisches und dann in so einer komischen Farbe, muss ich mich ja schämen, wenn ich da draußen mit rumrenne. Ja? Aber auch die Farbe ist ganz bewusst gewählt. Die Farbe ist das Herzkräftigungsgrün, Chakra 4 aus dem Feng Shui. Ja? Auch die 4 Kugeln, 2x4 Kugeln. 2x4 ist 8, die 8, die lacht, ja, von der Energetisierung her. Ja. Auch wenn ich die Smoothies zueinander nehme, habe ich wieder die 8. Wenn ich so schwinge, die 2 Gehirnhälften zueinander. Es sind unheimlich viele positive Effekte, die man mit hier erzielen kann. Und dann, das, was ich sehr, sehr schön finde, ist, man kann es überall anwenden, auch im Wasser. Also wenn die Leute dann mit ins Schwimmbecken gehen, dann schwimmen, geht der Smoothie so, ja, hin und zurück. Also ich habe die Amplituden, die ganzen, also ich habe die beiden Muskelpartien
Agonisten, Antagonisten sind immer in Arbeit. Auch diese Bewegung, ob ich jetzt das Wasser halb habe oder ganz den Smoothie im Wasser, macht gar nichts. Das kann ich so machen, wie es jeder von der Kraft einfach hat, wie er es kann. Und ganz Besonderes ist mir aufgefallen, dass ältere Menschen ganz aufgeschlossen und positiv auf den Smoothie reagieren. Ältere Leute sind eben nicht mehr ganz so beweglich. Auch in ihrem Bewegungsradius sind viele eingeschränkt. Sei es, dass sie nicht mehr so laufen können oder irgendwelche Krankheiten haben machen. Aber im Stuhl, auf dem Stuhl sitzen und schwingen, ja, kann jeder. Zumindest hier in den oberen Partien. Und gerade wenn jemand unheimlich viel sitzt, hat er Verspannungen einfach in der Rückenmuskulatur. Und das nächste Angenehme ist natürlich noch, man kann sich damit sogar massieren. Witzig, gell? Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und man merkt dann auch, wenn ich vom Smoothen wieder heimkomme, alles trennt ganz dringend wohin. Man merkt richtig, das Lymphsystem ist angekurbelt worden. Da passiert was. Ja, und das ist ja ganz, ganz wichtig. Erstens einmal die Lösung, die Lockerung und eben dieses Ausleiten. Was mir aufgefallen ist, ich gebe ja diese Früchtefastenkurse schon viele, viele Jahre und es waren immer so die ersten 3 Tage, mit der Stoffwechselumstellung haben doch viele Menschen Probleme gehabt. Sei es, dass es ihnen übel war, sei es, dass sie extreme Kopfschmerzen hatten durch den Entsäuerungseffekt. Und wenn sie dann nicht